Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, ich habe gerade eben die Aufnahme beendet und neu angefangen. Und genau als ich die Aufnahme beendet habe, hat die Solaranlage eine Störung bekommen. Was kostet das eigentlich zum Reparieren? Kostet das Bauteile? Weil ich habe nur noch 13. Irgendwie werden die gar nicht weniger. Hier liegt auch noch ein Toter. Der ist bald verrottet. Wenn der verrottet ist, wäre das richtig kacke, also trag den mal weg. Gut, er trägt ihn richtig, weil hier sollen nämlich nur Kolonisten. Keine Fremden. Also, verboten. Also Scott enttäuscht mich zurzeit echt. Ich muss wieder meine Geschütze hier. Alter, der rennt ja richtig weg. Alter, pass auf, wo du hinschießt. Okay. Könnte voll in die Hose gehen, wenn er so eine Boomratte da trifft. Ich weiß, die heißt nicht Boomratte, aber ich nenne sie trotzdem Boomratte. Wildschwein rächt sich. Alter, das ist mal eine Wand. Und die sind nur nicht in Betrieb, weil hier ein Baum im Weg ist. Was haltet ihr denn davon, den Baum mal abzureißen? Just saying. Ist ja eigentlich noch Heimatzone. Jupp. Hier, ich muss die Deckung auch abreißen. Was muss weg? Es wäre doof, wenn hier die Deckung hätten, dann könnten die. Wäre doof, wenn die hier Deckung hätten und könnten an meiner Basis näher kommen, ohne dass ich dagegen was machen kann. Ich überlege auch hier ein bisschen von abzutragen, wobei die schießen ja von hier oben darunter. Ja, diese dreckigen Panthers, ey. Also die Panthers haben noch nie Probleme gemacht, ne? Und dann Benitzel, ja. Okay, er hat sich vollständig erholt. Das ist gut. Ah! Hier sind wir fertig. Das ist gut. Wenn ich irgendwann genug Kohle habe. Huch, nein, Ventilator, Mann. Wenn ich irgendwann genug Kohle habe, dann. Also, was heißt genug Kohle? Genug Bauteile. Also, wenn ich die selber produzieren kann, dann ändere ich auch hier alles. Alle Türen in automatische Türen. Und ich habe ja letztens erfahren, dass die auch ohne Strom funktionieren. So, Boden glätten. Ja, man lernt immer aus. Er pennt schon mal in seinem zukünftigen Zimmer. Hat er sich schon gut dran gewöhnt, kann man so sagen. Weg. Alter, hier geht echt einiges kaputt in letzter Zeit. Bin ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Kann man nichts dran ändern. Ist jetzt natürlich keiner mehr da, der forscht. Den Löschschaum hätte ich nämlich gerne gehabt. Er meditiert. Schön. Ja, königliches Blatt. Ich habe noch kein Gold gefunden. Wenn ich Gold und Plastahl finde, werde ich aber als erstes so einen Multi-Analysator bauen. Und den muss ich eigentlich woanders hinbauen. Wie viele Elefanten habe ich jetzt? Zwei. Oh, er ist auch hier von Nemo. Also Nemo, ne, hat jetzt schon einige Leute dabei.
Was hat denn der in Fernkampf? Nichts. Na gut. Alter, wo rennt denn der jetzt hin hier? Was ist denn jetzt los? Er geht. Wo geht der hin? Wieso ist der so fucking schnell? Ach so, hier. Wahrscheinlich, weil es riskant ist. Hier so eine kleine Wildschweinarmee, die ihn geleitet. Wobei nur ein Wildschwein da von mir ist. Behandlung benötigt. Ist das immer noch hier, diese Muskeldings? Alter, der hat Asthma und dieses Muskelding. Er kann sich doch selber behandeln. Nein! Lässt du das mal fallen hier? Warte. Hier, genau. Oh, siehst du hier? Wird leer. Ja, okay, wir brauchen mehr Träger. Entfernt. Schön, dass es entfernt. Keine Materialien vorhanden. Okay, dann machen wir hier nicht anfassen. Also die kümmern sich anscheinend echt hier um die Verteidigung zurzeit nur. Beide. Haben wir schon mal was von intelligent bauen gehört? Der baut gerade unter sich. Zack, wird direkt weggebombt. So. Also hat sich selber weg. Jetzt sperr dich nicht ein oder so, ne? Das wär's noch. So. Immer schön die Mitte bauen. Okay, sie baut den Sandsack. Aber wenigstens sind... Oh, ich wollte gerade sagen, wenigstens sind alle Geschütze dran, aber doch nicht. Okay, hier fehlt ein Stromkabel. Damit das fertig wäre. Ja, der ist aber richtig flink, ne? Hallo? Ach so, er baut ab. Ziemlich weit weg. Aber er hat auf jeden Fall einen Geleitschutz. Er hat gelernt aus... Hier ist der böse Panther. Hat er auf jeden Fall draus gelernt. So, was macht er? Entfernt Geröll. Gut, ist ein bisschen hart, wenn der hier überall reinigen muss. Was macht Scott? Er jagt immer noch die Alpha-Biber. Naja, wenigstens haben wir da ein bisschen Fleisch. Das hier verrottet ungekühlt. Kann natürlich sein, dass deshalb dass ich so wenig habe, weil das hier alles verrottet. Ich brauche aber mal Leute, die tragen. Ich brauche echt mehr Leute, die tragen. Die müssen mal hier sauber machen. Dabei habe ich eigentlich genug, die tragen. Aber wenn ich dem Tragen als erstes gebe und dann reinigen, dann tut der nur noch Tragen. Er schläft. Vielleicht sollte ich wieder so machen, dass alle zuerst tragen und dann der Rest gemacht wird. Also eigentlich wäre das dann nur so. Wobei Jagen hat eigentlich Vorrang, ne? Wegen Nahrung. Hier kann ich dann... Komm, mach mich ja auch eine Eins hin. Dann zieht sie ja nur Schmieden vor. Okay, was macht der noch? Ja, Waldarbeit, wichtig.
Ich meine Feldarbeit. Weil im Moment habe ich keinen anderen, der wirklich Feldarbeit macht. Sieht man hier auch. Was ist mit Lachi? Er könnte Kunst. Aber er hat halt Bauen priorisiert. Ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich zwei habe, die bauen. Dann wird eher was. Werden die eher fertig. Gut, das ist hier ein Monsterprojekt. Ne, dass das länger dauert, ist klar. Er tut als erstes reinigen. Und als zweites tragen. Haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, gemacht. So, er macht als erstes Bergbau und dann tragen. Feuer, wo? Oh, in der Base. Das ist hart. Wie sieht's aus mit dem Löschschaum? Hör mal, Leute, die Krankenbetten. Viel wichtiger. Wenigstens macht er den Dreck schon mal weg. Alles klar. Das ist natürlich ganz wichtig. Er repariert Dreck, sie auch. Son er, ne? Ja. Reparieren ist natürlich sehr wichtig. Ach, die haben auch normal, gut. Gut. Meisterlich. Alle sollten den hier nutzen. Wobei, das macht eigentlich keinen Unterschied. Wie kann man denn den Faktor erhöhen? Durch Schönheit? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, die Röhrenfernseher muss ich auf jeden Fall noch reinsetzen. Der Multi-Analysator, der muss eigentlich hier hin. Ich habe aber leider nicht die Materialien. Ich überlege gerade, ob ich eine Funkanlage bauen soll. Die werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Ich könnte die jetzt provisorisch einfach erstmal hier reinknallen. Also hier. Ja, hier, die müssen halt im Lagerbereich sein. Also ich habe das sonst immer gemacht, habe ich das immer... Das geht ja auch drin. Habe ich das Lager genauso groß gemacht wie hier das Ding. Das hat auch immer super funktioniert. Könnten wir eigentlich auch mal wieder anfangen. Die Funkanlage passt nämlich hier eigentlich super rein. Ja, dann wirkt der Raum so ausgestopft. Könnt den auch hier reinsetzen. Wenn ich den hier wegmache, tun wir den erstmal hier rein, bis ich einen besseren Raum habe. Das hier draußen ist ja sowieso Provisorium, das später irgendwann wieder weggeknallt wird. Angie auf zu schlafen, reiß hier das Ding weg. Na los. Normal. Wichtig. So, hast du schön gemacht. Funkanlage. Schon wieder Biber? Das gibt's doch nicht. Aber wenigstens wieder was Fleisch. Oh, wir haben wieder ein bisschen Stahl, so wie es aussieht. Also zumindest hier. Damit das nicht so lange dauert, gehen wir Nemo auch mal jagen. Der Durchreise. Handeln die? Oder sind die wirklich auf... Nee, die handeln nicht.
Okay, schade. Was ist mein Wildschwein? Männlich? Das heißt, ich brauche eigentlich nur einen weiblichen, der hier. Das war so klar. Gehen wir mal ein bisschen Speed. Speedregen, geil. Das muss hier natürlich zuerst gemacht werden. Alter, zwei Panther, sehr gefährliches Gebiet dahinter. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, wenn der aus der Deckung kommt, ist er auf jeden Fall Matschepampe. Wir müssen ein bisschen langsamer machen. Jetzt arbeite mal an dem verdammten Stromkabel hier. Panther rächt sich. Er nimmt den langen Weg. Alter, der hat doch voll was abbekommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich habe drin keine Verteidigung. Ob das so eine. Ja, gut, guter Weg. Ein guter Weg. Guter Weg. Ja. Oh nein, er folgt dem hier. Das ist jetzt alles andere als fucking gut. Nach oben. Du auch. Schnell. Alter, durch den Sumpf ist egal. Der müsste mal ein bisschen langsamer werden. Der hat voll die Schüsse abbekommen. Okay, okay. Der ist down. Nein! Soll ich den Panther retten? Gehört er dann mir, wenn ich den rette? Weißt du was? Ich probiere das mal. Ich rette den. Mal gucken, was passiert. Ich könnte voll in die Hose gehen, aber ich versuche mal zu retten. Komm, gehen wir mal ein bisschen speedy. Feuer, es regnet, er ist erschöpft. Wieso ist er erschöpft? Er hat einen Toten gesehen. Ich kann jetzt nicht alles auf einmal machen hier. So. Fedon. Behandle Panther. Wo rennt der hin? Wieso nimmt er von da und nicht von da? Alter, der ist ja tot. Boah, na. Okay, er ist tot. Naja. Es war irgendwie klar, dass er. Nein, wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Da kann man nichts gegen machen. Also das ist eine Mauer, würde ich mal sagen. Was zur Hölle macht die denn? Wie kann die denn durch Erschöpfung umfallen? Die muss behandelt werden. Ja, wie wär's mit behandeln? Genau, ruh dich aus. Wir hätten theoretisch. Alter, wir brauchen echt Leute, die tragen, ne? Das ist. Das geht ja gar nicht mehr klar hier, was hier abgeht. Ich hab grad schon überlegt, wo droppt er das denn hin?
Warum ist denn hier die, was ist denn hier los? Warum? Warum? Also hier ist doch eigentlich voll plus. Wo ist der andere? Suchen wir den hier. Hallo? Okay, der hat kaum was. Der hat nämlich kein Bett. Wo pennt der denn? Ja, draußen. Das ist ja. Okay, weißt du was? Bau dir mal das Drecksbett. Wir brauchen unbedingt Träger. Wie sieht es aus mit den Tieren? Die sind noch dabei. Haben wir Holz? Holz haben wir noch. Das liegt hier immer draußen rum und ist am Verrotten. Wir haben ein bisschen Fleisch. Oh! Fedon ist am Schneidern. Sollte der nicht zuerst forschen oder habe ich das geändert? Nee, er ist wirklich zuerst am Schneidern und dann sollte er forschen. Den können wir wieder rückgängig machen, damit Nemo ein bisschen forscht. Weil wir haben ja jetzt den hier. Ja, dass es dem schlecht geht, ist klar, der hat draußen gepennt. Jetzt wird es ein bisschen besser durch die Nahrung. Entfernt Blut ist immer eine gute Idee. Wie kommt denn hier? Ist hier kein Boden drunter? Oder wieso kommt da, wieso ist hier Gras? Keine Ahnung, wie da Gras entkommt. Das ist wahrscheinlich Scott, der da hinten am Ballern ist. Tatsache. Die Alpha-Biber. Oh, er hat ihn erwischt. Alter, der hat die vordere Pfote mit einem Schuss abgeknallt. Also, wenn er trifft, dann trifft er hart, ne? Also. Nicht schon wieder, ey, was ist denn da los? Ja gut, das Wildschwein hat keine Chance. Alter, also es scheint wohl jetzt. Okay. Da rächt sich wohl jetzt die ganze Familie. Das ist gar nicht gut. Der muss gerettet werden. Also die Wildschweine, die haben sich gerecht. Alle auf einmal. Und wie sieht's bei dem aus? Oh, der hat es wohl gefolgt und wurde abgeknallt. Das wusste ich jetzt nicht, dass dann wirklich alle Wildschweine in der Umgebung angreifen. Das ist mir neu. Kannst du mal ein bisschen schneller gehen? Geh doch über die Straße, du Held. So, das Pferd ist bereit. Behandeln. Was hat er denn? Oh, der verliert ein bisschen Blut. Aber nichts wirklich Dramatisches. Damit müsste der eigentlich klarkommen. Oh, hier wird weitergebaut. Das ist auch mal schön. Ehrlich gesagt ist das sogar mehr als schön. Ach so, jetzt werden natürlich die Tiere. Ah, das Wildschwein hat was abbekommen. Also ich meine, der hatte nur eine Chance, weil er das gemacht hat.
Also weil er die Tiere bei sich hatte. Ohne die Tiere hätte der keine Chance gehabt. So, Elefant ist schon geheilt. Nee, 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 nee. Angie, das müsstest du doch langsam wissen. Alter, der braucht aber lange, um so einen Sessel zu bauen. Und ich sehe auch gerade, die Folge ist eigentlich vorbei. Aber komm, den Raum machen wir noch fertig. Nee, den Raum machen wir noch fertig. Und Lachi, du machst den Raum noch fertig. Dann wäre der komplette Raum fertig. So, Wildschwein hat sich vollständig erholt. Wie geht das mit nur einer Pfote? Ach, der Elefant weiß, dass hier also auch noch Arbeit ist. Ja, schön, dass der Elefant das weiß. So, der Raum ist fertig. Muss nur noch der Boden geglättet werden. Und theoretisch müsste ja noch eine Heizung und hier eine Kühlung rein, aber die lassen wir mal weg. Erstmal. Scott ist immer noch am Rumballern da hinten. Oh, jetzt ist der die üppige Mahlzeit, wirklich? Wir brauchen echt mehr Träger. Vielleicht sollte ich alle darauf ändern, dass alle zuerst tragen. Also wenn alle zuerst tragen würden und dann arbeiten, wie sähe das dann aus? Dann wäre auf jeden Fall immer alles getragen. Oder eigentlich die Tiere, ne? Wenn die Tiere anfangen mal würden zu tragen, dann wäre das Optimum, ne? Also vielleicht sollten wir das so machen, dass sie. Und wenn das hier fertig ist, ne, hier der dran. Paul. Ach, ist auf Englisch. Warte, gucken wir dann einfach mal so. Ne, hier Training, Transport. Wenn das fertig ist, können wir die anderen machen. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Wildschweine dadurch bekommen. Die Wildschweine sind echt aggressiv. Also, bis jetzt haben sich die meisten gewehrt. Ach ja, die Scheißfolge ist vorbei. Also, nicht. Ich immer mit meinem Scheiß. Ich sag das ja fast zu allem jetzt, ne? Also, es ist schon krass. Aber ich muss hier noch ein Stromkabel legen. Einfach nur darum. Also das war's dann für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Warum fehlt deine Lampe? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.